Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Worauf du deine Augen richtest, das nimmt Einfluss in deinem Leben. Als Petrus auf Jesus schaute, konnte er aus dem Boot steigen und auf dem Wasser gehen. Das heißt für dich, du vermagst das Unmögliche zu tun, wenn du Jesus vor Augen hast. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich möchte mit einer Frage anfangen heute und möchte euch fragen, was siehst du? Es gibt zwei verschiedene Ebenen, in denen wir etwas sehen können, wo etwas sichtbar wird für uns. Mit unseren Augen sehen wir die irdische Dimension und in unserem Geist sehen wir die Dimensionen des Himmels, den übernatürlichen Bereich. Man kann auch sagen, die Augen des Herzens. Und kürzlich habe ich einen Satz gehört, der mir zu denken gegeben hat. Und der hieß folgendermaßen: Das, was du anstarrst, wächst. Das, was du anstarrst, wächst. Und da steckt eine Wahrheit dahinter. Alles, was du fortlaufend ansiehst, das wächst in deinem Leben, beziehungsweise in dir. Und das hat eine Auswirkung. Alles, was deine Aufmerksamkeit gefangen nimmt, das wächst. Du wirst erfüllt davon. Und wir kennen das, wenn wir von einer großartigen, schönen Sache erfahren, erfüllt uns das mit Freude. Und andersrum, wenn wir von einer schwierigen, negativen Sache erfahren, erfüllt uns das mit Trauer oder Aufruhr. Das, was deine Aufmerksamkeit gefangen nimmt, das wächst. Positiv oder negativ. Und wenn wir die Bibel lesen, ist es auffallend, dass Jesus oft seine Rede beginnt mit "Siehe". Und auch im Alten Bund heißt es oft "siehe". Und das heißt, merke auf, nimm es wahr mit deinem Herzen. Pass auf, es ist wichtig. Und das soll unsere Aufmerksamkeit haben. Und wir geben oft auch den Rat, wenn Menschen in Not sind, schau auf Jesus. Und was meinen wir damit? Genau das, richte deine Aufmerksamkeit auf das, was Jesus tut, was er getan hat oder auch was im Wort geschrieben steht. Was siehst du? Was hat deine Aufmerksamkeit? Als Petrus auf Jesus schaute, konnte er aus dem Boot steigen und auf dem Wasser gehen. Das heißt für dich, du vermagst das Unmögliche zu tun, wenn du Jesus vor Augen hast. Wenn du auf Jesus schaust, kannst du das Unmögliche tun. Und dann passierte es. Petrus lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Wellen. Er schaute in die falsche Richtung. Und das Ergebnis war, dass er wieder auf der Ebene des Möglichen war. Denn es ist ja normalerweise nicht möglich, auf dem Wasser zu gehen. Bist du auf der Ebene des Möglichen oder auf der Ebene des Unmöglichen? Was siehst du mit deinen geistlichen Augen? Was Jesus kann? Oder auf die Wellen? Worauf du deine Augen richtest, das nimmt Einfluss in deinem Leben. Und das nimmt dann Einfluss zu. Und das hat Auswirkungen.
Auf der Ebene des Möglichen werden wir keine Veränderung erleben. Das ist Stillstand. Das bleibt immer gleich auf der Ebene des Möglichen. Und wir kommen nie darüber hinaus, auf die andere Ebene zu kommen, des Unmöglichen, wo wir das ergreifen können. Je mehr du dem Negativen nachgibst, je mehr hat es Einfluss in deinem Leben. Je länger du dich mit okkulten Dingen beschäftigst, je mehr Einfluss bekommt das in deinem Leben. Oder wenn Unversöhnlichkeit in deinem Leben ist, beeinflusst es dein ganzes Sein. Es gewinnt Raum in dir. Was deine Aufmerksamkeit gefangen nimmt, das wächst. Und wir kennen das doch, wenn unsere Gedanken sich nur noch um das eine kreisen. Vielleicht ist es dein Nachbar, der dich geärgert hat, oder Probleme in deiner Familie, die dich nicht schlafen lassen. Oder finanzielle Probleme, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Deine Gedanken kreisen nur noch um das eine. Es nimmt Raum in dir ein. Es raubt Lebensqualität. Es raubt dir den Frieden. Es raubt dir den Schlaf, den Appetit und so weiter. Seelische Dinge, die dich nicht loslassen. Neid, Eifersucht, Zorn, Rechthaberei, Streit, Unversöhnlichkeit und so weiter. Wie wir das auch im Galater 5,19 lesen. Was nimmt Raum ein in deinem Leben? Auf was schaust du? In Markus 8 lesen wir eine Geschichte, wo es Jesus auf den Punkt bringt. Die Pharisäer stritten mal wieder mit Jesus und wollten Zeichen bzw. Wunder sehen. Jesus ließ sie einfach stehen und ging wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Vers 14. Und da heißt es: Seine Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen, sodass für alle nur ein Brot da war. Während sie über den See fuhren, warnte Jesus seine Jünger: Hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Vers 17. Jesus merkte, worüber sie sprachen, und fragte: Weshalb macht ihr euch gleich Sorgen, wenn einmal nicht genug zu essen da ist? Werdet ihr denn nie verstehen, was ich meine? Das Augenmerk der Jünger war auf das Brot gerichtet, auf dem Irdischen. Aber Jesus sprach über das Übernatürliche. Jesus meinte, dass sie sich nicht anstecken lassen sollen von der Gesinnung des Herodes und der Pharisäer. Die Aufmerksamkeit der Jünger war auf ihrem Bauch. Was essen wir? Dass sie auch genug zu essen bekommen. Und Jesus sprach von etwas ganz anderem. Jesus sagt weiter in Vers 17: Könnt ihr gar nichts begreifen? Ist euer Herz denn noch immer so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Und ihr habt Ohren, warum hört ihr nicht? Und das ist eine deutliche Rede. Und Jesus rüttelt sie ganz schön wach. Da waren zwei Realitäten, die irdische und die himmlische, beziehungsweise die übernatürliche. Könnt ihr nicht sehen, sagt Jesus, könnt ihr nicht hören, könnt ihr nicht erkennen, fragt er. Die Jünger hatten die geistliche Realität aus den Augen verloren. Und dann noch Vers 19. Habt ihr vergessen, dass sich 5000 Menschen
mit 5 Broten gesättigt habe. Wie viel Körbe habt ihr mit Resten gefüllt? Sie antworteten, 12. Vers 21. Und da habt ihr immer noch nichts begriffen, fragte sie Jesus. Warum konnten sie sich nicht erinnern, was Jesus für Wunder getan hat? Weil ihr Augenmerk und Aufmerksamkeit ganz woanders war. Und Jesus bringt es auf den Punkt, was habt ihr denn gesehen? Habt ihr nicht die Wunder gesehen? Versteht es doch. Die Jünger hatten die geistliche Realität aus den Augen verloren und kümmerten sich nur um die irdischen Belange. Wo ist dein Augenmerk und deine Aufmerksamkeit? Was siehst du? Siehst du nur im natürlichen Bereich? Oder siehst du auch im geistlichen Bereich, mit deinen geistlichen Augen, mit deinem Herzen? Kannst du das sehen, was Jesus tut, auch in deinem Leben? Siehst du das Irdische oder siehst du das Übernatürliche? Das, was Gott in deinem Leben schon getan hat oder was er im Leben anderer tut, so wie wir heute schon so vieles gehört haben, was Gott tut im Leben vieler Menschen. Dass er heilt, dass er wiederherstellt, dass er befreit, was er an den Menschen tut. Situationen verändert, eingreift, wo es keine Hilfe gibt. Was siehst du? Zeugnisse sind Erinnerungen, was Gott getan hat. Das ist geistliche Realität sichtbar geworden. Nimm du es wahr in deinem Leben. Was siehst du? Ich habe euch noch ein paar Zeugnisse mitgebracht, wo Menschen uns geschrieben haben. Und da geht es um Heilung von Blasenkrebs. Da schreibt uns jemand, vor Jahren, als ich mit Blasenkrebs im Krankenhaus lag, hatten wir sie um Fürbitte gebeten. Der Zuspruch kam und die Verheißung, die Wüste wird wieder blühen. Und so geschah es auch, denn der Krebs war nicht mehr zu finden. Das ist geistliche Realität. Jesus heilt. Er öffnet Dimensionen in unserem Leben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und die Wüste wird wieder blühen. Das ist eine Zusage Gottes, auch für dein Leben. Gott macht auch aus deiner Lebenswüste etwas Blühendes. Kannst du das sehen mit deinen geistlichen Augen? Was Gott tut in deinem Leben, er bringt deine Wüste wieder zum Blühen. Siehe, was Gott tut. Schau auf Gottes Realität. Das, was du anschaust, das wächst in dir. Wenn du auf Gottes Realitäten schaust, dann wächst das in dir und dann wächst auch dein Glaube. Schaust du auf die Tatsache des Übernatürlichen, steht dein Glaube auf. Glaube entwickelt sich auch aus dem, was du im Geistlichen siehst. Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. So lesen wir es in Hebräer 11. Aber du musst es mit deinen geistlichen Augen sehen. Glaube kommt nicht aus dem, was du mit deinen natürlichen Augen siehst. Dazu brauchst du keinen Glauben mehr. Das siehst du ja mit deinen Augen, deinen physikalischen Augen. Das braucht keinen Glauben. Aber das, was du in deinem Herzen siehst, was du mit deinen geistlichen Augen siehst, da baut sich Glaube auf. Gott gab damals Abraham eine prophetische Sicht. Er schaute die Sterne an. Wir haben das auch gesehen, als wir jetzt in Israel waren, diesen wunderbaren Sternenhimmel, als wir bei den Beduinen im Zelt saßen, so wie der Abraham, und haben die Sterne gesehen. Und er hat
die Sterne angeschaut, jeden Tag, immer und immer wieder. 1. Mose 15, 5 und 6. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wie deine Nachkommenschaft, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Gott spricht auch durch sichtbare Zeichen, wie zu dem Abraham mit den Sternen. Abraham hat dadurch nicht auf das Natürliche geschaut, sondern auf das Übernatürliche. Und ich kann mir vorstellen, wie er nachts da saß, vor seinem Zelt und die Sterne beobachtete. Und er sich daran erinnerte, was Gott ihm gesagt hat. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber Gott hat es gesagt. Und er hat es immer wieder angeschaut. Und so dürfen auch wir immer wieder das Übernatürliche mit unserem Herzen anschauen und wissen, dass Gott da ist und wissen, dass Gott uns hilft und wissen, dass Gottes Kraft alles möglich macht. Für Abraham war das aussichtslos. Er war bereits in einem Alter jenseits jeder Fruchtbarkeit. Er hatte nur die Zusage von Gott und die Sterne, die er jede Nacht anschauen konnte. Er hat gehört, er hat gesehen und er hat erkannt. Und mit 100 Jahren hat er den Isaak bekommen. Einfach ein Ding der Unmöglichkeit, aber Gott hat es möglich gemacht. Und er hat ihm dieses Zeichen gegeben der Übernatürlichkeit, wo er immer wieder anschauen konnte. Und so kannst auch du in deinem Herzen sehen, was Gott für dich hat. Auf was schaust du? Auch du hast Zusagen von Gott. Er ist dein Hirte. Er wird dich nicht verlassen. Er holt dich aus dem dunklen Tal heraus. Er kennt dich. Rufe ihn an, so wird er hören. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Wisst ihr das? Das sind Zusagen Gottes an euch, wo ihr festhalten könnt. Verheißungen von Gott wie Abraham und andere. Für dich persönlich, für dein Leben. Und unsere Haltung sollte auch so sein, keine Ahnung, wie das gehen soll, aber Gott hat es gesagt. Proklamiere deine Verheißungen. Rufe sie immer wieder in Existenz, dass sie Raum gewinnen in dir. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, musst du das im Geiste sehen. Es muss in dir wachsen und es muss in dir Raum gewinnen. Glaube ist, wenn du siehst mit deinen geistlichen Augen, was Gott sagt. Und er sagt über deinem Leben Gutes. Er sagt in deinem Leben, dass er das Unmögliche tun kann. Er sagt, dass er dein Helfer ist, dass er dein Heiler ist, dass du immer zu ihm kommen kannst. Und dass er immer bereit ist zu hören. Und wenn du mit deinen geistlichen Augen siehst, dann wird es real in deinem Herzen. Glaube heißt auch, zu allem anderen Nein zu sagen, festhalten an Gottes Zusagen. Auch wenn es länger dauert. Es ist eine bestimmte Haltung Gott gegenüber. Ich vertraue dir. Vielleicht betest du schon lang für deine Familie, für deine Kinder oder Enkel oder was auch immer und du denkst, es geschieht nichts. Bleibe dran. Sieh in deinem Herzen,
wie deine Kinder sich Gott zuwenden. Sieh in deinem Herzen, mit deinen geistlichen Augen, wie deine Enkel oder dein Mann oder was auch immer sich Gott zuwenden und halte daran fest. Bewege es in deinem Herzen, bis es Realität gewinnt. Der Prophet Habakuk hatte eine prophetische Sicht. Und das lesen wir in Habakuk 2, Vers 14. Und da heißt es, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser die Meere bedecken. Und ich glaube, das hat schon angefangen. Die Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Und wir erleben das Stück für Stück, dass Gottes Herrlichkeit sich offenbart. Und wir beten, dass sich das ausbreitet, dass wir wirklich das auch sehen können, dass die Herrlichkeit des Herrn wie die Wasser die Meere bedecken, dass es so überfließt und dass es wirklich Realität wird, dass die Erde erfüllt wird von der Herrlichkeit des Herrn. Eine großartige Sicht für das, was kommen wird. Kannst du das sehen? Kannst du das sehen mit deinen geistlichen Augen, dass Gottes Herrlichkeit da ist, dass es sich ausbreitet? Das ist eine Erkenntnis, die mit dem Herzen geschieht, eine Wahrnehmung, was Gott vorhat. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht auf die Herrlichkeit des Herrn. Und dieser Bibelvers ergänzt sich doch total mit der prophetischen Schau von Habakuk. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt, wenn wir ihn anschauen. Und der Heilige Geist verwandelt uns. Nicht Gott, Vater oder Jesus, sondern der Heilige Geist verwandelt uns. Und es ist nicht wie bei Mose, der eine Decke vor dem Gesicht hatte, weil die Herrlichkeit des Herrn auf seinem Gesicht war. Wir haben die Herrlichkeit in uns. Und wir lesen hier, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Ist das nicht wunderbar? Wir brauchen keine Decke mehr vor dem Gesicht, sondern wir dürfen schauen. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. In welches Bild? In die Herrlichkeit des Herrn. Kannst du das sehen? Es heißt, wir alle schauen. Das heißt, du und ich, wir schauen. Erkennst du es schon, wie die Herrlichkeit Gottes die Erde bedeckt? Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes bezeugt hier, dass sie seine Herrlichkeit geschaut haben, als Jesus hier auf dieser Erde war. Und die Wolke der Herrlichkeit ist mit uns, so wie sie auch mit Mose war. Ja, und damals konnte es niemand sehen, außer Mose. Und im Alten Bund sahen das auch nur wenige auserwählte Menschen. Heute wohnt der Heilige Geist in uns, der uns verwandelt in diese Herrlichkeit. Du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus, Johannes 17, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Hier sagt Jesus persönlich, dass er seine Herrlichkeit dir gegeben hat. Siehst du das mit deinen geistlichen Augen? Kannst du das sehen? Jesus hat seine Herrlichkeit dir gegeben. Ist das nicht großartig?
dass wir alle eins sein können, weil wir alle Träger seiner Herrlichkeit sind. Und arbeite daran, dass diese Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar wird. Und bitte Gott, dass er deine geistlichen Augen öffnet. Wenn du das nicht sehen kannst, dann bitte Gott, dass er deine geistlichen Augen öffnet. Amen. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.